Servus. Freunde, ich muss es jetzt einmal sagen. Wir haben ja unser Feuerwehrfest. Unser Feuerwehrfest haben wir absagen müssen. Jetzt, und dann haben wir es noch einmal die Verschiebung absagen müssen. Und wir haben gesagt, wir feiern erst wieder unser Jubiläum, wenn wir ein Jubiläum feiern können. Weißt du, was ich meine? Weil bei uns ist es so, wenn wir ein Jubiläum feiern, dann sollen 18 Ochsen hier sein. Schätzt, was ich meine? Weil unter 2000 Hektoliter Faselbier war es kein Fest. Schätzt, da musst du ja am nächsten Mittwoch vom Samstag noch so schlecht sein, dass du an ein Rüscherl die nächsten 2 Monate nicht einmal im Ansatz dran denken magst. Weißt du, was ich meine? Da musst du ja dein Arsch vom Salto an der Bar nur so brennen, dass du 3 Wochen lang nicht gescheit sitzen kannst. Und dann war es ein gescheites Fest. Und solange ich Vereinsvorstand bin, ich, der Schäberschorsch, aktiv, passiv und dativ, solange wird bei uns gefeiert, bis die Hosen kracht. Weißt du, was ich meine? Apropos Hosenkracht, pass auf, war ich vorher einmal noch, war ich beim Benefiz Sauriersl essen, weißt du, Sauriersl Benefiz, in Schweitenkirche eingeladen. Es war nichts Kleines, nichts Pipifax. Nein, es waren 400 Geladene und auch Gäste. Gurselschnalzer, Gaublattler, Blasmusik und bayerischer Empfang. Und dann geht's bei uns schon los mit einem Dunkelbierbock-Apparativ. Da bist du noch nicht da, da kannst du schon wieder gehen. Weil mit einem Liter Bockbier im Bauch, da hast du wirklich einen gewissen Appetit und sogar einen Hunger auch. Und dann gibt es bei uns Sauriersl mit oder ohne, oder auch mit und ohne, wahlweise 2 Gnädel oder 4 Gnädel und, entscheidend, eine Ladung selber gemacht, original Schweitenkirchener Sauerkraut, was ich mit dem Dunkelbierbock hervorragend beißt. Aber es ist eine Spezialität, weißt du, was ich meine? Wo gibt's denn sowas heute noch? Frage die und mich. Wer dann immer noch nicht genug hat, kriegt von der Bedienung 10 Sie als Ohrwaschel von der Sau in eine Semi einzwickt. Quasi ein Original Schweitenkirchener Schweinsohrbürger mit oder ohne Gurkerl. Egal, wie du mixt, was ich meine, gell? Weil 10 Sie ist eine ganz liebe, muss ich verzeihen, gell? Es ist also wirklich eine ganz nette, ein Sonnenschein, nicht wahr? Auf ganzer Linie, ganz liebe, ein Wonneproppen. Also sagen wir so, also zu schwer ist sie nicht, die 10 Sie, aber für ihr Gewicht einfach zu klein. Und, aber, weißt, wirklich ein fleißiger, ein Gurde. Und was ich verzeihen wollte, habt ihr schon mal Rede halten müssen nach einer Ladung Sauerkraut mit Dunkelbier, Bock-Apparativ und Schweinsohrberg? Was ich meine? Eine Rede? Weißt du, da schützt du schnell noch 3 Enzian an Edelbrand runter, weil du, von der Bar, weil du die ersten Worte, damit die leichter rutschen. Und weil du musst ja zelebrieren und vor allem artikulieren, vor alle wichtigen Leute in der Region. Und dann stehst du da mit deinem forstgreiner Filz-Overall, verstehst, zugnäpfelt bis oben hin und deine ganzen Silber- und Ehrengold-Plaketten von Silber bis Roségold sauber sortiert, schön hingekriegt, gell. Und der Buchs und alles ist da und der Zünsler und der Charivari ist da und die Uhrketten und was, dass wenn du aufstehst und aufs Rednerpult zumarschierst, dass das Zeug schäbert, dass du meinst, der Christbaum fällt um. Und dann hältst du eine glühende Rede, da schmeißt du eine glühende, ich hab schon Reden hingeschmettert, die flackern heute noch da. Wer nicht gesagt, der war nicht da, weißt du, was ich meine? Und dann stehst du am Rednerpult. Und das Mikrofon ist so laut auftrat, dass du die ganzen, die Plompen in die Zähne wackeln hörst, weißt du, was ich meine, in so einem gescheiten Bierzelt drin hat, dann und dann hören da alle zu, alles ist Mucksmeisterstadt und du stehst vorne da, ich war mit diesem Sauriersli im Ranzen, Sauerkraut schaut dabei die Ohren raus vor lauter Druck, ich war. Und alles ist Mucksmeisterstadt und dann drückt dich diese vor sich hingehrende Bombe aus SEK, Sauriersl, Enzian und Kraut.
Und die Druckwelle bahnt sich ihren Weg. Du weißt genau, das wird der größte und lauteste Schuss in deinem ganzen Leben. Und der bahnt sich an und du stehst da vorne, du arme Sau, verstehst du als Einziger. Weißt du, so ein Druck, verstehst du, stell dir vor, eine Kokosnuss muss durch einen Gartenschlauch. Hast du nicht viele Möglichkeiten, da hast du keine Chance, nicht wahr? Jetzt eine Frage, hast du schon mal gleichzeitig einen Schuss lassen und eine Rede gehalten? Weil da musst du koordinieren können. Weil du ja zwei Löcher gleichzeitig aufmachen musst, deinem Suff, weißt du, was ich meine? Weil eines Tages musst du ja vom Krach von der Rede den Krach vom Schuss überdecken. Auf der anderen Seite, wenn du zu laut blärst mit Bauchstütze, hast du schnell in die Hosen geschissen. Und ich hab's einfach geschehen lassen, weißt du, was ich meine? Leck mich am Arsch, du, das war in den Kracher da. Weißt du, man hat's noch in der ersten Reihe, hat man's gehört, weißt du, und früher bist du ganz vorn geguckt, gell, und dann war's ja so. Und wie ist das aber, gibt's einen Zufall, dass die Zenzi ja gerade in der vordersten Reihe steht. Weißt du, das Gas, das drückt's ja, das ist ja schwer, das drückt's dann unter, gell. Und genau das da rauskommt, wo die Zenzi war, gell, also wirklich, und ich hab mir dann gedacht, super, gell, und hab einfach das dann thematisiert, gell, und hab gesagt, aha, hab ich gesagt, ja, sag einmal, hab ich zur Zenzi gesagt, gell, dass die nicht schamst, gell. Aber sie müssen entschuldigen, die Zenzi hat ein Darmproblem, hab ich gesagt, was? Du, die hat sich so geschämt, gell, die hat am Schluss dann nur noch den ganzen Abend in der Küche zugebracht, gell, also, war eine Rückgabe für in der Küche Verantwortliche. Und das meine ich, was ist so eine Feier am Land? Das ist immer was Gutes. Das ist immer was, was menschlich zugeht. Und auch gerade so muss es wieder werden. Genau so muss es wieder werden. Was, wir haben ja bei uns, wir haben ja ständig irgendeine Feier irgendwo. Hey, bei uns die ganze Jugend ist fort. Wenn bei uns irgendwas ist, hey, letztens haben wir wieder einen unterblasen. Was, mit dem Lied vom guten Soldatenverein, mit dem Lied vom guten Kameraden. Was, und dann brauchst du ja einen Böllerschützen bei uns. Ja, hast du einen jungen Böllerschützen bei uns, weißt? Es muss ja so gehen. Ich hab einen Kameraden, einen besseren, in Stonig. Dann ist ja so eine Beerdigung, eine saubere, bayerische Sache, weißt du, was ich meine? Wir haben bei uns zwei Böllerschützen. Gut, einer geht schon am Wagerl. AOK Cabrio, weißt? Der hat seinen letzten Einsatz gehabt. Hat er sich hingesetzt, sein Böller geladen, weißt, hat geschossen und auf dem Rückstoß war an der Friedhofsmauer, gell? Und gleich wieder die nächste Party gehabt, weißt. So, und dann, wo kriegst du junge Leute her? Die jungen Leute, die machen alle, die hauen ab, die gehen in die großen Städte, weil wir es gefördert haben, weißt du, was ich meine? Haben wir gesagt, Mensch, schau, dass du dein Ding schaffst, weißt. Bei uns in Untergams kommt Sanskrum, glaube ich, bringen Sie es noch zusammen, ist ja wurscht. Bei uns daheim, mit 25 hat jeder das Abitur. Spätestens. Und dann, wenn sie studieren, dann machen sie einen Master in der großen Stadt. Ich sage, macht es keinen Master, macht es einen Meister. Einen Handwerker brauchen wir in Zukunft. Weißt du, was ich meine? Einen Handwerker, der wo nachher dann in eine Stadt reingeht und da drin ist nachher dann und was macht, wenn sie in München drin sind. Die ganzen, die suchen jetzt soll man dann, wenn das zugesperrt wird, wenn das zugesperrt wird, das München, das ist dann nicht mehr Auto, weißt, es gibt keine Autos mehr dann in Zukunft. Ja, meint ihr vielleicht, dass der Handwerker mit dem Lastenfahrrad da reinfährt? Der sagt, legt's mich am Arsch, ihr könnt's ja selber machen, eure Steckdosen. Münchner Affen, weißt du, was ich meine? Ja, so schaut's aus. So schaut's aus. Da werden da die ganzen Master miteinander auf der Sänfte einen Meister im dritten Stock auftragen. So schaut's aus. Damit einer was repariert, so ist's ja heute schon. Mit dem Lastenfahrrad soll's da reinfahren. Weißt du, was ich meine? Ihr seid doch mit der U-Bahn. Ja, jetzt geht's los. Weißt? Nein, das wird einfach nicht passieren. Und auch in Zukunft, ja, meinst du, die meisten Grünen denken ja momentan bloß, wenn's autofreie Städte fahren, dann denken sie bloß bis zum nächsten Rewe-Markt oder bis zum nächsten Biomarkt. Weißt? Ja, da kannst du in Zukunft, und dass aber da ein LKW kommt, ein Dieselfahrzeug und den voll macht, das denkt keiner. Weißt du, was ich meine?
Das ist die Gaudi. Du kannst in Zukunft mit dem Handwagerl aus München rausfahren und kannst da deine Waren an der A99 abholen, wenn kein Lastwagen mehr reinfahren darf. So schaut's aus. Gell? Du kannst wieder wie nach dem Krieg, kannst wieder zum Hamstern fahren. Das ist die ganze Spinnerei. Und darum haben wir gesagt, wir machen Schluss mit dem Schmarrn, wir machen keinen Master mehr, die Kinder machen wir in Zukunft keinen Bachelor. Nicht wahr? Bachelor. Bachelor machen sie und dann tun sie Rosen verteilen bei RTL. Wir haben gesagt, wir müssen das verhindern. Wir haben ein ganz Jahres Bierzelt aufgestellt. Das rate ich auch wieder. Macht es da draußen bei euren Bauwegen, wo sich alle immer getroffen haben die letzte Zeit. Und da tut es ein ganz Jahres Bierzelt aufstellen. Da gibt es bei uns nach der Schule, also Freitagnacht, gut, momentan ist ja jetzt nicht mehr Friday for Future, das war ja zeitlang, weißt du, war ja dann, also Donnerstag nach der Schule bis Montag vor der Schule gibt es bei uns alles umsonst, einmal Eintritt zahlen, saufen bis zum Abwinken für unsere Jugend. Und jeder, der wo in der Vorwoche einen Sechser geschrieben hat und das nachweisen kann, kriegt von mir eine Maß Strohrumschorle umsonst. Unsere Jugendlichen sind so viel besoffen, da hat jetzt seit 3 Jahren keiner mehr eine Realschule geschafft. Die bleiben alle da bei uns am Ort. Von uns geht keiner nach München. Danke, servus. Ist doch wahr.